Coregamer Production. Willkommen auf der Spieleseite der Macht. Hey, you guys, und willkommen zu Hellblade. Mein Name ist der Roxam. Und ja, in der letzten Folge haben wir Valraven geschlagen und eine nette Geschichte gehört. Und ich glaube, wir können auch so sozusagen eine Sammelquest machen. Mit Gesichtern in Stein gemeißelt in der Luft und so weiter. Aber da bin ich mir nicht 100% sicher. Aber so wie es andeuten, denke schon. Deswegen werden wir flüchtig danach Ausschau halten. Ist nicht extrem, aber so hier und da mal so nette Geschichten zu hören, ist auch nicht schlecht, würde ich mal behaupten. Deswegen schauen wir auch mal, ob wir jetzt überhaupt nach Hell kommen oder nicht. Und ob wir es schaffen, überhaupt Dylan Seele nach Valhalla zu bringen. Und was passiert nur mit unserer Seele? Das ist auch noch extrem wichtig, finde ich. Why is she waiting? Open the gate. Open the gate. No, it's dangerous. It's dangerous. Don't open the gate. She's done it. Was wir sehen, ist nur die Dunkelheit. So dark. So dark. It's dark. The darkness. Only the dead may cross. Only the dead may cross into hell. There is no one here but me. Not you. Did you think that I would let you go? That you lost me back in the wilds? I will never let you go. You can't get rid of me. I am your shadow. And I will be watching when you draw your last dying gasp. I'm not ready to die. You will be when you see what they did to your dear beloved. A way to pull through. When you were in love, you left him in tears to smother your furies and banish your fears. But in darkness they came. Through stormy black seas they raided these shores. Do you still hear his screams? At your home. He's so far away. They've taken his soul. To these gods you cannot pray. They can break you, but not your promise. Even death won't keep you apart. Through his darkness you will find him in your sword still beats. A heart. He fought for love unspoiled by your darkness within. He fought for your dreams. Now there's no way to win. In the head of his corpse lies the seat of his soul. So you must carry his vessel to bring him back home. No! 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 No!
They can break you, but not your promise. Even death won't keep you apart. Through this darkness you will find him. In your sword still beats a heart. Boah, der eine krasse Stimme, Alter. Also natürlich verzerrt, aber trotzdem ist das gerade eine krasse atmosphärische Szene gewesen. Darkness touched you. Everyone could see it in the hollows of your eyes. A gaze averted from life. You ran from it but brought it nearer. Led it to him. An endless suffering worse than death. And you wanted to surrender, abandon, to find peace with the gods. No. The darkness won't allow it. So you will walk into the lair of the beast. Look it in the eye, and you will go to war. This is your mission. This is your quest. There is nothing else left. So sieht's aus, also führen wir Krieg gegen die gesamte Dunkelheit und die gesamten Dämonen, wir werden alle vernichten. Ohne Scheiß, ne? Das Spiel, das haltet doch einen an dazu, einfach sein ganzes Umfeld fertig zu machen. Also jetzt nicht, ihr wisst, was ich meine. The gods made you a warrior for a reason. It's your calling. So sieht's aus, das ist meine Berufung. Und den sollten wir lieber so auskontern. Ey, diese Stimme, ne, von dem Typen, ist echt krass. Echt krass. Und dann nur noch die Mucke dazu. Alter, wie krass ist das denn? Ich bitte euch. Jetzt haben wir hier so einen Schildbuben. Boah, ich bin voll dabei. Ich bin voll dabei, sag ich euch. Zerfleischen wir ihn, verwunden wir ihn. Nein, die Musik, die soll bleiben. So geil. Ohne Scheiß, ne? Ich wandere von einem Extreme, entweder von extrem schlechten Spieleports wie Mafia 3, wo ich da nur am Meckern war, oder extrem geilen Spielen wie diesem Ding hier, ne? Also, ohne Scheiß. Auch wenn es gameplay-technisch echt mau ist und die Rätsel nach einer Zeit echt langweilig werden, ist es trotzdem geil. Wegen der Atmosphäre, wegen der Erzählung, wegen dem Soundtrack, ey, Alter. Ich steigere mich da ein bisschen rein, tut mir leid. Das ist der große Hammer. Ja, komm. Erstmal ausweichen, ausweichen. Erstmal gucken, was für ein Angriffsmuster der hat. Wir studieren ihn mal. Okay, der war böse. Der war böse. Immer
immer zwei, drei Schläge drauf und dann weg. Am besten nicht treffen lassen. Weg, 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 weg. Ja, sie kann den Schmerz ignorieren, aber nicht. Komm, mit festen drauf. Okay, jetzt. Der Piss hat sich wieder verwandelt. Kommt her. Mach ich alle fertig. Oh, fuck, Alter. Okay. Ach, steh auf, komm, Seana. Ich muss wenigstens einen fertig machen. Ja, habe ich noch aus dem Augenwinkel gesehen, dass er noch angegriffen hat. Wir sollten den Schildbuben schnell ausschalten. Ah, Seana, komm. Ah, wir werden nicht sterben, wir werden nicht sterben. Keine Sorge. Ah, der Schildtyp, der hält sich immer gerne zurück. Wir müssen immer schön gucken, dass wir hinter ihm bleiben. Weil sonst macht er dieses und das ist böse. Ficken. Ah, wir können das hier machen jetzt. Ja, Mann, ja! Machen vollkommen fertig. Brauchen ein bisschen Abstand von ihm und los. Bam. Okay. Das war krass. Was für ein epischer Kämpfer man hier hinbekommt. Ohne Scheiß. Okay, er ist fertig. Wo ist der große Axttyp? Wo bist du? Gehen wir dann mal weiter, hey. Was uns nicht auffällt, wird uns auch wohl nicht zum Sterben rauslassen. Ah, wieder ein Rätsel. Schleife SX. Das zeigt für Unendlichkeit. The journey to Helheim is never a straight one. Each must find their own path. Align yourself to its secrets, and you will find yours. However you come to the gold-covered bridge that leads to Hell, you may find it guarded by a giantess. She will ask your name, she will ask your lineage, she will ask your business. The Northmen tell of the warrior woman Brynhild, who leapt into fire and rode to Hell to join her slain love Sigurd, and is challenged by the giantess. Okay, wieder eine nette Anekdote, eine nette Geschichte. Fokus, Fokus. Hier kommen wir bestimmt nicht durch. Gleich, ja. You don't say, das ist ein Secret. Das liegt doch hier, sag ich doch, das liegt doch dazu ein, das X zu finden. Manchmal ist es echt subtil dargestellt. Ah, passt nicht. Scheiße. Hier muss es doch irgendwo sein. Das hier vielleicht?
bisschen weiter zurück. Nein, wir sind aber schon richtig. Irgendwo wird das doch sein hier. Bisschen nach da, ein bisschen nach hinten. Nee. Aber wir sind auf jeden Fall richtig. Es muss doch. Es muss hier irgendwo sein. Blöder Arsch muss das nur triggern. Vielleicht auf dem Boden? Oder. Oder wir benutzen das X einfach. Ja, komm, das ist es. Danke. Man vergisst, ohne Scheiß, ne? Ich und Saul hatten ja schon länger, also beziehungsweise Saul und ich schon länger eine Diskussion, dass zum Beispiel in Spielen nicht die komplette Umgebung eingenutzt wird. Wie jetzt zum Beispiel hier. Du musst an die Decke gucken, auf den Boden achten, an die Wände, an den Wänden. Muss eigentlich alles einbeziehen, so auch wenn das nur so aussieht, als ob das Zierde ist, hat es dann doch wieder einen späteren Sinn im Spiel. Wie zum Beispiel jetzt hier, ne, mit den Rätseln. Die sind halt sehr subtil und einfach gehalten. Aber man muss echt danach suchen, weil du hast keinen Anhaltspunkt, wo du. Du hast da halt einen Bereich. Such mal Arschloch. So zum Motto. Und das finde ich einfach nur cool. Man hier vielleicht die ganze Scheiße rausbilden, glaube ich nicht, aber ich finde das einfach nur genial, weil so wirkt die Welt, auch wenn nichts los ist, viel belebter, beziehungsweise der Erkundungsdrang ist einfach viel, viel mehr da. Das X war das Einfachste. Wir können hier runter. Gerade eben sah das. So sieht das aus, als ob wir nicht hier runter können. Und auf einmal. Okay, wir können runter. Kein Thema. Hey. Hey, hier können wir nicht weiter? Okay. Was bringt es uns? Das wird uns auch irgendwas bringen. Die Frage ist nur, was. Auf einmal ist dann. Ich will es nicht wissen. Hey! Das haben wir bestimmt übersehen. Hier soll das S irgendwo sein. Ich glaube, ich habe es gesehen. Das könnte passen. Vielleicht von der Sicht hier? Ja. Passt doch wie Arsch auf Auge. Ja, jetzt komm, jetzt finde den Winkel. Finde den richtigen Winkel. Oh, wir hier. Kommen wir hier? Ja, wir kommen da weiter. Ich will aber noch erkunden. Ich will noch hier hoch. Weil, ja gut, wir sind doch richtig gelaufen. Siehst du? Meine erste Vermutung war doch richtig. Boom, Genius. So. Alles, ihr könnt alles unterschreiben. Professor Dr. Rockstar Genius. So.
Okay, ich freue mich über so einfache Rätsel. Jeder würde sich denken, ja natürlich, so ist das doch. Ey. Okay, das sagen wir auch an der internationalen Stelle. See you guys und seht das nächste Mal, wie es so weitergeht mit Hellblade. Leute, wollt ihr kein Video mehr verpassen, lasst ein Abo da und wenn euch das Video gefallen hat, teilen, Däumchen drunter und für alles andere sind die Kommentare below.